Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. 12 Minuten sind wir im Radio und dann kommt das WDR Fernsehen dazu. Freie Themennacht heute. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft an 0800 220 5050 oder faxt unter 0800 220 5051 oder e-mailt unter domian@wdr.de. Der erste heute Nacht ist 46 Jahre alt und heißt Achim. Ist so, ne? Jawohl, hallo, guten Abend. Hallo Achim, weswegen rufst du an? So, also ich stehe absolut auf Sex mit molligen Frauen, weil sonst ist immer alles auf schlank und ich bin absolut fixiert auf mollige Frauen. Aha. Da lacht er. Da lacht er, genau. Wie mollig sollten sie denn sein? Also ich sag mal so, ab 80 Kilo schon. Nur 80 geht ja noch. Mhm. Ich dachte jetzt 180. Nein, um Gottes Willen. Nee, also nicht auf die Mega-Fetten. Ah, da gibt's also eine Grenze. Ja, das auf jeden Fall. Also von 80, sagen wir mal, von 80 bis? Ja, 120. Und, ja, 120 ist schon ganz ordentlich. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Mhm. Ja. Warum? Tja, das ist eigentlich, was ich mich selber frage. Ja. Aber es ist einfach so. Einfach eine Neigung, würde ich sagen. Sind die erotischer? Finde ich, ja. Sind die schärfer im Bett? Also ich habe da meinen Spaß auf jeden Fall mehr. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe das schon als Kind gemerkt, dass mich so mollige Frauen immer mehr angetürmt haben. Gerade diese Rubensbilder, ja, die haben mich unwahrscheinlich angetürmt. Ja, kann ich verstehen. Also so ein bisschen zumindest. Mhm. So Rubensbilder finde ich auch gut. Ja. Und besser als die Bohnenstangen. Ja, ach, ne? Um Gottes Willen, wenn ich dann schon die Rippen sehe oder oben auf dem Brustkorb die Rippen oder ja. Ach, um Gottes Willen. Ja, aber meine Frage war ja nun auch, da verfügst du über große Erfahrungen als ich zum Beispiel. Ja. Sind dicke Frauen, kann man das so verallgemeinern, sind die so auch agiler im Bett? Gehen die besser ab? Also für mich ja. Mhm. Für mich, aber ich würde das nicht verallgemeinern. Also ich würde jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Also ja. Ich denke mal, das bei Schlangen genauso. So und so. Ja, wahrscheinlich gibt es solche und solche. Ja, überall. Genau. Ja. Ne? Und es kommt eben noch dazu, ich sag mal so, ich lebe dann auch gewisse Praktiken aus. Ich habe eigentlich gestern schon zum Thema, aber da bin ich ja nicht mehr durchgekommen. Ja. Und ich habe ja auch meine Praktiken, die ich mit den Frauen auslebe. Nämlich? Also ich bezeichne mich jetzt selbst nicht als SMler. Ja. Aber ich habe eben so Natursekt, anal, ja, beidseitig, ja. Auspeitschen, fesseln. Ach doch, das dann doch auch. Ja, mhm, ja. Und so, aber ich sag mal so auf der devot-dominanten Basis. Also mal bin ich devot. Ach so, wechselnd. Wechselnd, mhm. Genau. Hast du im Moment eine dicke Frau? Ich habe gar keine. Du hast gar keine, du Armer. Ja, ich bin geschieden. Hattest du eine dicke Frau? Nee. Ach, die war dünn? Dünner? Also ich sag, ja, dünner, sagen wir mal. Wie lange warst du mit ihr zusammen? Insgesamt 4 Jahre. Das war dann letztendlich nicht so dein Ding, ne? Nee, das ist, ich muss wirklich sagen, ich hatte dann Schwierigkeiten im Bett. Ja. Und ich meine, meine Frau war so sehr, wie soll ich sagen, züchtig oder sehr bieder, weil sie ist aus einem strengen religiösen Elternhaus gekommen. Ja. Und das war natürlich sehr schwer noch dazu, wo ich schon alles oder vieles durchlebt habe. Ja. Da gab es natürlich tierische Probleme. Sag mal, könnte man nicht in die Versuchung geraten, dann die Frau so ein bisschen dick zu machen, indem man sagt, komm, isst mal ein bisschen mehr und so? Ja, ich habe ja schon immer gesagt, wenn sie mal anfingen, ich muss weniger essen, habe ich gesagt, um Gottes Willen, mach jetzt keinen Mist hier und also, nee, das habe ich, aber... Also gerne hast du mal spät abends noch eine Pizza mit nach Hause gebracht und lecker Eiscreme und nee, sowas. Ich habe sie dann schon den ganzen Becher essen lassen, so, ja. Und sie sich zum Beispiel so wirklich so eine richtig große Schale vorgenommen hat, habe ich gedacht, komm, hau rein. Ja. Frauenmästen nennt man das. Nein, um Gottes Willen. Nee, das nicht. Nein. So schlimm. Das würde ich auch nie tun, also... Wie sieht das jetzt aus? Wo suchst du dir deine Partnerin? Im Internet. Ja. Das hat aber noch nicht so, war noch nicht so erfolgreich. Also, ich sag mal, auch viel jetzt im Milieu. Im Milieu? Ja, ja. Was heißt das? Dass du suchst dann dicke Huren auf? Mhm. Ach so. Mhm. Und das ist auch nicht so einfach.
Glaube ich. Ja, weil ich bin dann auf den Seiten am Surfen und dann am Anrufen und dann überall frage ich dann nach. Ja. Ja, habt ihr auch was Schönes Molliges da? Ja. Größtenteils, oh, warte mal, ja, die, aber die ist dann erst morgen da, aber sehr spärlich alles, ne? Ja. Obwohl, es wird ja alles angeboten, ne? Ja. Aber kann ich mir schon vorstellen, da das nicht so viele Männer betrifft, das ist dann nicht so... Offiziell, sag ich mal. Offiziell, ja. Ich denke mal, dass doch einige Männer oder mehr Männer auch drauf stehen. Jetzt nicht wie gesagt, nicht fett, aber doch ein bisschen mollig so, ja, oder kräftig. Also für mich ist das Nonplusultra. Na super. Ne? Dann wünsche ich dir, dass du mal bald eine feste Partnerin findest oder dich verliebst in eine Frau, die schön mollig ist. Ja, ich meine... Wäre eine gute Sache. Wenn deine Sendung vielleicht noch dazu dient, wenn eine Interesse hat. Wir sind keine Verkupplungsshow hier. Das mache ich nur ganz selten bei so extremen Fällen. Aber ich bitte dich zu verstehen, dass wir das in so einem eher normalen Fall nicht machen. Ja, nee, ist schon klar. Ne? Ne? Lieber Achim, alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer. Und hier ist die Denise, 23, hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Denise. Bist du auch fülliger, bisschen dicker? Also wegen jetzt dem vorigen... So, ja, ich wollte gerade eine elegante Verknüpfung. Ja, ich bin zwar etwas fülliger, aber das hat jetzt nichts mit dem Ernst zu tun. Nein, mein Thema war eigentlich noch dem Thema gestern zuzuordnen, aber Ihre Kollegen hatten mir dann freundlicherweise gesagt, dass ich vielleicht heute noch drankomme und ja, ich denke, das ist ja dann soweit. Also gestern ist das Thema, ich bin nicht so wie ihr. Genau. Du bist nicht so wie wir. Oder beziehungsweise ich war es nicht, weil auch mein Fall war, wie einige gestern dargestellt, medizinischer Art. Und zwar hat man mir, als ich 19 Jahre alt war, meinen eigenen Zwilling aus dem Unterleib geholt. Als du 19 Jahre alt warst? Deinen Zwilling aus dem Unterleib geholt? Ja, also man muss sich das so vorstellen, meine Mutter war nicht nur mit mir schwanger, sondern halt irgendwo, wenn man es genau will, mit Zwilling und aber in einer Phase der Zellteilung oder wann auch immer, habe ich als böser Zwilling also meine Schwester dann umwuchert oder so. Umwuchert oder verschluckt? Ja, genau so. Ja, umwuchert eher wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Und die arme Schwester ist dann in dir geblieben? Genau. Ohne dass man das wusste? Ohne dass man das wusste, ja. In welcher Größe? Wie hat man sich das vorzustellen? So groß wie ein 5-Pfennig-Stück früher oder... kleiner? Weißt du das? Ja, also ich weiß schon, wie groß es ist. Also man hat mir nach der Operation hat man mir gesagt, dass es also 12 mal 5 ungefähr. So groß? 12 mal 5? Zentimeter? Ja, ja. Ungefähr so in der Größe. Und was an Gewicht? 2,5 Pfund. Also etwas über ein Kilo, knapp 1,5 Kilo oder so. Das ist ja Wahnsinn. Und das hast du so lange mit dir herumgetragen? Ja, habe ich. Und das ist herausgekommen durch? Ja, ist jetzt eine ziemlich, ja, ich will nicht sagen kurios, aber naja, also ich hatte, nachdem ich eine Verabredung mit einem Mann hatte und es also auch intim wurde, bekam ich Schmerzen im Unterleib und habe das aber anfangs nicht so ernst genommen und das wurde von Tag zu Tag schlimmer und nach einer Woche, also ich bin halt da noch zur Schule gegangen, habe ich mir gedacht, oh, gehst mal zum Arzt, vielleicht schreibt er dich ein paar Tage krank oder so und naja, was macht er, überweist mich ins Krankenhaus. Er konnte nichts Konkretes sehen, hatte auch wohl nicht die technischen Mittel dafür, meinte aber, dass da irgendwas wäre und naja gut, erst hielt man mich dann auch im Krankenhaus für hysterisch, weil wäre ja nicht zu sehen und dann nach ein paar Stunden, nachdem ich also mit Schmerzmitteln vollgepumpt wurde, sagte man, ach, das ist doch ja der Blinddarm, gehen Sie mal zum Notfallchirurgen abtasten. Naja, und der war dann ganz erstaunt, dass ich nicht die Anzeichen für einen entzündeten Blinddarm habe und wurde dann wieder weitergeschickt und dann... Also lange Rede, kurzer Sinn, bei diesem Krankenhausaufenthalt ist es dann rausgekommen. Genau. Das ist eine blöde Frage. Es lebte natürlich nicht mehr, aber irgendwas lebte da ja schon noch. Die Zellen oder wie? War das ganz verkapselt, tot oder wie? Nein, also als mir der Arzt das sagte, hatte ich auch ihn natürlich dumm angeguckt, weil es gibt ja zum Beispiel, wenn ich das mal so erwähne, noch ein Buch von Stephen King, da wird ein ähnliches Thema aufgearbeitet, wo dem Protagonisten also sein eigener Zwilling rausoperiert. Ja. Deswegen hatte ich dem Arzt aber gesagt, ich sag, wo bin ich denn hier? Wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Also
das ist ja jetzt nicht wie so ein kleiner Mensch, der da in mir war. Mhm. Das ist halt nur Gewebe. Und aber war das totes Gewebe? Nee, also es lebte schon. Also es wurde ja von mir versorgt mit Blut und so weiter, aber es war halt... Als du das erfahren hast und als es dann noch weg war, was war das hinterher für ein Gefühl für dich? Befremdlich alles? Ekel vielleicht? Oder Scham? Oder? Nö, also... Wovor soll ich mich ekeln? Wofür soll ich mich schämen? Das war okay, also im ersten Moment überrascht, weil gut, man musste ein paar Tage darauf warten, bis die Ärzte wussten, was das war. Da war man schon nervös, das hätte ja was anderes sein können. Ja, natürlich, ja. Ja gut, dann hat man das gehört, dann war man erstaunt, überrascht und erzählt man das seiner Familie und die sind dann noch überraschter und noch erstaunter und ja gut, und dann kriegt man es rausoperiert und dann hat man eh die ersten Tage nur Schmerzen, dass man nicht darüber nachdenkt und Es ist eher so, sage ich jetzt mal, so ein Kuriosum in deiner Biografie. Genau. Ja. Das ist verrückt, das habe ich so auch noch nicht gehört. Ja, aber hinterher hatte man mir wohl gesagt, dass das wohl zwar nicht auch so in Häufungen vorkommt, aber durchaus öfter als man denkt, aber dass sie halt die meisten durchaus damit leben können. Ja. Weil es bei mir halt auch kritisch wurde. Aus irgendwelchen Gründen und das halt also wirklich raus musste, ist es halt rausgekommen. Sonst hätte ich vielleicht bis mein Lebensende damit gelebt. Gut, dass du gekommen bist und gut, dass alles gut über die Bühne gegangen ist. Carina, danke für deinen Anruf. Nee, ja, klar, Denise, alles Denise. Und alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt machen wir noch ein paar Takte Musik und dann kommt das Fernsehen dazu. Ja, ihr lieben Fernsehzuschauer, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Kleine Verspätung, wir bitten das zu entschuldigen, jetzt sind wir aber da. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann ruft ganz einfach an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050. Wir haben heute Abend kein bestimmtes Thema, sondern eine freie Themennacht. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 220 5051 oder mailen unter domian@wdr.de. Carina ist jetzt bei mir und Carina ist 27 Jahre alt. Hallo. Hallo Carina. Hallo Domian. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich gehe aus Geldnot und ja Frust mit fremden Männern los. Aus Geldnot und Frust mit fremden Männern los? Ja. Das heißt, du arbeitest als Hure oder was? Nee, nicht direkt, so kann man das nicht sagen. Also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe in meinem Kopf schon länger irgendwie Fantasien gehabt. Ja? Dass man ja eigentlich anstatt einem One-Night-Stand irgendwie mit einem Mann auch fürs Geld ins Bett gehen kann. Ja. Und ja, irgendwann hatte ich dann eine Phase in meinem Leben, wo ich darüber nicht mehr nachgedacht habe. Mhm. Und habe vor 2 Monaten erstmal mit Telefonsex angefangen. Ja, professionell aber. Das wird dann abgerechnet. Ja, richtig. Genau, so meine ich. Hm? Und habe gemerkt, dass ich dabei eigentlich auch erregt werde. Mhm. Also sagen wir, die Arbeit macht dir Spaß. Ja, also es ist nicht ganz so einfach für mich, weil ich eigentlich im realen Leben wahrscheinlich nicht so der Typ dazu bin. Ja. Da war ich auch noch mit meinem Freund zusammen. Mhm. Jetzt nicht mehr? Jetzt nicht mehr und habe ihm das erzählt und er hatte damit auch kein Problem und so und habe das aber nicht gemacht, wenn er da war. Naja, und jetzt hat er vor über 4 Wochen Schluss gemacht. Wegen dieser Geschichte? Nee, nicht wegen dieser Geschichte. Wegen was anderem. So ganz genau kann ich mir das immer noch nicht vorstellen, aber auf jeden Fall... Also vor 4 Wochen Schluss gemacht? Das heißt... Vor über einem Monat knapp. Gut. In den letzten 4 Wochen passiert das erst, dass du aus Frust und Geldnot mit Männern ausgehst. Oder war das vorher auch schon so? Vorher hatte ich die Idee schon im Kopf.
Idee, aber praktizierst es erst seit 4 Wochen? Ja. Ja? Mit wie vielen Männern bist du schon aus Frust und Geldnot ausgegangen? Also es war so, dass ich sonntags hatte mein Freund Schluss gemacht und freitags drauf. Also ich hatte vorher Anzeigen gelesen in einer Zeitung und da steht halt manchmal irgendwie nette Kollegin gesucht. Mhm. Da habe ich angerufen und bin hingegangen und das schien mir alles ganz nett zu sein und sauber. Und bin dann am nächsten Tag hingegangen zum Arbeiten praktisch. Ach so, na du, das ist dann ja schon eine Tätigkeit als Hure. Ja, das an dem Tag, ja. Ich hatte an dem Tag 4 Freier. Ja, zum ersten Mal in deinem Leben? Zum ersten Mal in meinem Leben. Wie war's? Kann ich so genau nicht sagen, weil... Warum nicht? In dem Moment habe ich das einfach nur gemacht. Mhm. Und habe mich zwischendurch, während ich gewartet habe, mit 2 Kolleginnen mich immer mit einer unterhalten. Aha, das Ganze ist also irgendwie an dir vorbeigerauscht. Ja, so in etwa. Und bin danach halt mit Kumpels verabredet gewesen, bin da einfach hingefahren, habe das dann irgendwie vergessen. Okay, so, das hast du jetzt einmal gemacht, einmal so... Das hatte ich an dem Tag gemacht. Professionell in diesem Club. Genau. Mhm. Und da bin ich aber nicht mehr hingegangen, weil die beiden Mädchen, die da waren, die haben sich mit der Chefin halt gestritten. Gut. Das heißt, dann bin danach, ich da nicht mehr hingegangen. Danach hast du es dann so auf Eigeninitiativ quasi gemacht. Danach habe ich irgendwie eine gewagte Anzeige geschaltet. Also ich habe halt derbe Probleme gekriegt mit der Schule und so weiter. Und wie mit der Schule? Ich musste die Schule abbrechen. Aber du bist 27, auf welche Schule gehst du? Ich hatte versucht, mein Abitur nachzuholen. Ach so. So, jetzt aber die Grundfrage nochmal. Seit 4 Wochen machst du es jetzt erst? Ja. Wie viel Mal ist es passiert? Wir ziehen mal den ersten Tag im Puff ab. Also nachdem ich diese Anzeige geschaltet hatte, haben natürlich ziemlich viele Männer angerufen. Ja. Und habe mich mit mehreren getroffen. Ja, also meine Frage ist, mit wie vielen ist es bisher passiert? 10. Ah. Macht es dir Spaß? Das kann ich nicht sagen. Wie, immer noch nicht nach 4 Wochen? Also es ist ja nicht täglich. Egal. Oder so. Egal. Aber das ist irgendwie... weiß ich nicht. Nein, du kannst also du kannst doch sagen, wenn du seit 4 Wochen dich in diesem Geschäft herumtreibst, sage ich mal so, oder herumprobierst, kann man doch sagen, es kotzt mich absolut an. Ich finde es ganz interessant. Man kann doch irgendeine Wertung abgeben. Ich finde es eher spannend vielleicht. Eher spannend, ja. Aber der Einstiegssatz von dir war ja, ich gehe aus Frust und Geldnot mit anderen Männern weg. Ja. Was ist das für ein Frust? Was das für ein Frust ist. Also ich habe einen bestimmten Glauben gehabt für mich selbst. Und das war halt, die Basis dieses Glaubens ist halt die Liebe gewesen. Ja. Und ich habe halt in diese Beziehung ziemlich viel reingesteckt. Und also im Klartext, du bist enttäuscht worden? Ja. Mhm. Auf Deutsch schon. Ja. Und aber dann so krass gleich auszuschlagen, weil man vielleicht von der Idee der Liebe durch einen einzelnen Menschen enttäuscht worden ist, dann gleich so ins andere Extrem zu gehen, ist ja auch heftig, oder? Naja, ich habe bis jetzt noch nicht irgendwie das erlebt, dass es jemand irgendwie ernst mit mir gemeint hat. Ja, du bist ja erst 27. Naja, erst. Ja, also, was erwartest du? Manche warten da 30 Jahre drauf, bis sie den ersten wirklich tollen Menschen finden. Gemach, langsam. Ja, nicht gleich schon, die Flinte ins Korn werfen. Aber es ist ja trotzdem ein Reiz, dass man irgendwie mit den Trieben, die in uns Menschen steckt, von der Biologie her, dass man damit irgendwie das weltliche Leben bestreiten kann. Ja. Weil die Gesellschaft ist nun mal irgendwie auf Geld fixiert. Ja, aber deswegen musst du es ja nicht keins. Ja, gut, aber und da ist der Frust irgendwie ein guter Antrieb, zu Geld zu kommen. Ja, aber perspektivisch glaube ich ein schlechter Antrieb, wenn es nur darum geht. Wie bitte? Ich glaube, perspektivisch ist das, wenn es nur darum geht, eine schlechte Lebensgrundlage. Das soll ja nicht mein ganzes Leben bestreiten. Ja. Also was ich in meinem Welt... Also es ist ja, wie gesagt, so, dass ich in dem Moment, wo ich das mache... Weißt du, Carina, worauf ich das will? Ich bin immer skeptisch, wenn man etwas aus Frust tut. Wenn man sagt, das und das ist schiefgelaufen, da ist irgendwas bei mir zusammengebrochen, also mache ich jetzt das. Das ist nie eine gute Grundlage für Handeln. Ja, da hast du recht. Aber das Ding ist ja, dass ich mir das früher schon mal überlegt habe. Mhm. Also ich hatte das ja früher schon im Kopf. Ja. Und dann kam halt die Phase in meinem Leben, wo ich das irgendwie nicht mehr im Kopf hatte. Ja. So, jetzt hast du deine Schule abgebrochen. Ja. Du wolltest das Abitur nachmachen. Ja. Und lebst im Moment von diesen Sachen, oder wie? Ja, das weiß ich ja nicht, ob ich davon leben kann. So viel Geld ist da ja nicht zusammengekommen. Willst du das denn weitermachen jetzt, oder wie? Wie soll es weitergehen?
Also weitergehen wird so insofern, dass ich über diese Annonce jemanden kennengelernt habe, der Aktfotografien macht, für Auftraggeber, keine pornografischen Sachen. Und mit dem habe ich mich jetzt schon zweimal getroffen und das sieht sehr professionell aus. Ja, das heißt also, du wirst irgendwie in diesem Bereich weiter jetzt dich probieren. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du, Abendschule heißt ja auch, dass man irgendwie nebenher noch was arbeitet. Hast du denn auch noch was gearbeitet vorher? Oder ich habe vorher was gearbeitet, den Job habe ich aber verloren, weil ich wahrscheinlich durch die Trennung und ziemlich gefrustet war. Und da haben sich halt Kunden beschwert. Aha. Also wenn ich hör zu viel Frust bei dir, Carina. Ja, das mag sein. Gut, aber man kann das ja auch ansehen, einfach als eine Lebensphase im Moment, wo du experimentierst. Und dagegen ist ja auch erstmal gar nichts einzuwenden. Das kann sein. Ja? Und wenn du nach einer gewissen Zeit siehst, das ist es dann nun doch nicht, dann hoffe ich sowieso, dass du die Notbremse ziehst und das tust, was dir gemäß ist und was dein Ding ist. Ja? Ja, es ist ja auch irgendwie so, als ob ich in meinem Inneren zwei Leben führe. Ja. So, da mache ich das und dann komme ich nach Hause und vergesse das und führe dann mein anderes Leben weiter. Und ich würde dir wünschen, dass du auch nochmal einem Mann, einer Liebe, eine Chance gibst. Ja, wenn man mir die Chance gibt. Ja, natürlich. Also ich habe da alles an meiner Liebe reingesteckt und Fürsorge und werde einfach irgendwie in den Arsch getreten. Und Aber Strich drunter, Vergangenheit, jetzt guck mal nach vorne und wir hoffen gemeinsam, dass da nochmal was Neues, Gutes kommt. Und ich bin sicher, dass da irgendwas kommt. Ja, das hoffe ich auch. Ja, ich hoffe es. Ich bin sicher, Carina. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Bis dann. Juhu. 0800 220 5050, freie Themennacht heute. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, hier live im Fernsehen, im WDR Fernsehen und live im Radio bei 1 Live, dann ruft ganz einfach an. Und wenn ihr nicht durchkommen solltet, was ja schwierig ist, immer nachts, dann mailt. Wenn ihr mailt, das ist alles ein bisschen einfacher. domian@wdr.de und schreibt eure Telefonnummer drauf. Tobias, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Du? Ja, hallo Tobias. Um was geht's? Was geht's? Ich bin normalerweise hetero, habe aber 9 Monate, da ich von zu Hause abgehauen bin, auf dem Straßenstrich zusammengearbeitet. Ja, nicht 9 Monate, 4 Monate und dann danach eine Zeit in Enschede in einem Sexshop. Also, eins von dem anderen. Du hast auf der Straße als was gearbeitet? Sticher. Als Sticher gearbeitet? Ja. Ich hab's gerade nicht verstanden. Wie kam das dazu? Wie kam es dazu? Geldnöte, Hunger, Verzweiflung. Ja. Du warst von zu Hause abgehauen? Genau. Warum warst du von zu Hause abgehauen? Warum bin ich von zu Hause abgehauen? Ganz einfach, einfach eigentlich nicht. Ja, Blackout, ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich habe im Heim gelebt, da war Stress, zu Hause war mehr Stress. Mhm. Aber zuletzt warst du zu Hause, nicht mehr im Heim? Doch, im Heim. Ich bin vom Heim, hatte eine Ausbildungsstelle, in der Mittagspause getrampt und dann weg. Ach so. Hast dann als Stricher gearbeitet. Das fällt einem dann ja auch nicht einfach so irgendwie vor die Füße. Wie bist du da in dieses Milieu reingekommen? Wie bin ich in dieses Milieu reingekommen? Ich wurde von einem Typen angesprochen, so gesehen. Ja. Das war so knapp die zweite Woche, wo ich in Amsterdam war. Ja. Stand ich irgendwo, weiß ich jetzt nicht mehr ganz, kann es nicht genau sagen, auf jeden Fall stand ich da irgendwo und dann hat mich ein Typ angequatscht. Ja. Und dann, habe ich gemerkt, damit kann man Geld machen, damit kann ich meinen Hunger stillen. Ja. So gesehen kann ich was zu essen kaufen. Aber das ist ja schon eine krasse Situation. Du hast noch nie gemacht. Du stehst in Amsterdam irgendwo an der Straßenecke, dich quatscht ein Typ an, vermutlich ein viel älterer als du es bist. Ja, viel älter. Viel älter. Sagen wir mal 50, 60 oder sowas. Ja, 60 kommt schon eher hin. Okay. Was hat er zu dir gesagt? Was hat er zu mir gesagt? Er kam halt auf mich zu, sagte so, hättest du nicht Lust mit mir nach Hause zu kommen? Mhm. Ich erstmal guck mich erstmal doof an und dann, Aber da war dir klar schon, wo der Hase lang läuft. Irgendwo, dass da sowas in der Hand auf mich zukommt. Hast du eine Sekunde gezögert? Ja. Hast dann aber gesagt, okay, ich komme mit. Ja. Und bist mit dem nach Hause gegangen oder auf ein Hotelzimmer oder was? Zu dem nach Hause hin. War das weit? Nein. Zu Fuß? Zu Fuß war es, ja. Ich frage deshalb so genau, weil ich mir vorstelle, dass dieser Weg dahin, wenn man zum allerersten Mal sowas macht, da muss einem da wirklich das Herz in die Hose rutschen, ne? Vor Angst, was auf einen zukommt da. Das ist es definitiv. Ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Ja, was kam auf dich zu dann? Was passierte dann? Was passierte dann?
das Übliche eben. Was musstest du machen? Mich ausziehen, ins Bett legen und ja, das war es eigentlich schon so gut wie. Ja? Ich muss mich einfach nur hinlegen im Prinzip. Ist es zu Analverkehr gekommen? Nein. Nein. Also er hat dich oral befriedigt? Ja. Und du musstest das bei ihm auch machen? Leider, ja. Ja. Leider, sagst du. So eklig, wie es war, aber ja. So, es war das erste Erlebnis war recht eklig, kann ich mir vorstellen. Ich merke sehr auch, eklig. Ja, ich merke auch, wie du darauf reagierst, wenn ich so nachfrage. Dennoch hast du dann weitergemacht. Ja, wegen dem Geld. Wie viel hast du bekommen bei dem ersten Mal zum Beispiel? Wie viel waren das? Ich muss kurz überlegen. 40 Euro oder so. Wie viel? 40 Euro. 40 Euro. Mhm. So, und trotz aller Ekel und Unannehmlichkeiten hast du dann gesagt, ich mach's weiter. Ja, nur wegen dem Essen. Nur, dass ich erstmal Essen, was zu essen hatte. Ja. Später kam das Geschichte mit den Drogen hinzu. Ja, um die Drogen dann zu finanzieren auch. Genau. Ja. Ein halbes Jahr hast du es gemacht, sagst du? 9 Monate. Und dann in einem Sexshop gearbeitet? Ja, in Enschede. Das ist ganz nah an der Grenze. Ja, wobei das ja dann eine kleine Sache war gegenüber der Stricher-Geschichte, ne? Ja, das ist halt fast das gleiche Milieu. Da habe ich auch wohl für Frauen was gemacht. Nicht mehr nur für Männer. Ja, Moment, ich denke, im Sexshop arbeitest du und verkaufst Artikel. Oder was hast du im Sexshop? Nein, ja. Das war inoffiziell, waren da auch ein paar Leute, die da, es war ein sehr großer Sexshop, hinten waren Kabinen. Ah, ich verstehe. Ihr musstet da auch schon mal ran, ihr Jungs, die da arbeiten. Genau. Ah, ja. Und hast dann auch Mädels da bedient. Genau. Ja. So, jetzt habe ich bei den ganzen Zeitangaben das nicht mehr auf dem Schirm. Wie lange liegt das alles jetzt zurück? Das liegt ja von letztes Jahr August bis dieses Jahr, bis Ende März. Bis Ende März. Und wie ist es dann passiert, dass du da wieder rauskamst aus dieser ganzen Geschichte? Ich habe schon in Amsterdam via Internet kennengelernt, der dann diese ganzen 9 Monate diesen Kontakt hatte und dann ja haben wir uns irgendwann getroffen, haben uns miteinander verliebt und bin ich dann an meinem Geburtstag, einen Tag nach meinem Geburtstag mit ihm mit zu ihr nach Hause. Ja, nach Deutschland. Und bist bei ihr seitdem? Nein, nicht. Das ist wieder auseinander. Ja. Das ist eine ganz komplizierte Geschichte, von daher, ja. Aber im Klartext, die Sendezeit sprengen, glaube ich. Nein, im Klartext, aber seitdem hast du mit dem Milieu nichts mehr zu tun gehabt. Wir hatten, waren dann bis Ende April, also bei ihr, war ich dann und dann, bei meinen Eltern wieder. Ja. Also du hast nichts mit dem Milieu zu tun gehabt seitdem. Jetzt nach Ende April nicht mehr. Nicht mehr. Nein. Was machst du heute im Moment? Von was lebst du? Von was lebe ich? Erst, ich gehe wieder zur Schule, habe in den Sommerferien gearbeitet gehabt. Ja. Habe dann auch was zusammengespart und davon halt bei meinen Eltern eben, gehe zur Schule jetzt. Und wohnst halt bei denen wieder. Genau. Ja. Jetzt muss ich doch nochmal fragen, das habe ich am Anfang gar nicht richtig verstanden. Du bist, als die ganze Odyssee losging, war bei deinen Eltern oder warst du im Heim? Im Heim. Müssen wir jetzt zu den Eltern zurück. Wissen die, was da passiert ist in den letzten Monaten? Meine Eltern, ja. Und wie stehen die dazu? Waren erschrocken, weil sie das erfahren haben, was da passiert ist, was Sache war. Ja. Aber sie stehen voll und ganz hinter mir. Drogen, hast du das im Griff? Ist das Thema? Das ist nichts mehr. Das ja. Drogen bin ich, bis auf Zigaretten und Alkohol. Nun stelle ich mir vor, Tobias, wenn man so lange als Stricher gearbeitet hat und vor allen Dingen dann auch noch heterosexuell ist, dass dieser Ekel, der da mit verbunden ist, dass der ganz tief sitzt. Ist das bei dir so? Wie soll man das jetzt sagen? Oder war das wirklich dann hinterher schon fast professionell, dass du es runtergespult hast und dich gar nicht, dass das gar nicht so an dich herangekommen ist? Ich frag das. Also zum Schluss nicht mehr. Zum Schluss ging es wirklich nur noch um das Geld. Einfach nur Geld. Geld, ja. Geld, Geld. Ja. Nichts anderes. Waren das vorwiegend ältere Männer oder gab es auch jüngere, die dich angesprochen haben? Waren vorwiegend ältere, aber es gab auch nur noch schon ein paar jüngere dabei. Ja. Bestanden die darauf oder war das wichtig, auch damit die Kohle fließt, dass du selbst auch erregt warst dabei? Sprich, dass du, und das ist dir gelungen. Dann, wie ist dir das gelungen? Das weiß ich bis heute nicht. Ist ja eine interessante Frage, ne? Ja, klar. Ich weiß nicht, wie das gelungen ist. Ich kann es mir nicht nachvollziehen. Wenn ich da mit jemandem zusammen bin, den ich eigentlich abgrundtief ekelhaft finde, kriege ich keinen hoch. Man macht sich einfach
andere Gedanken. Ja. Sagen wir es mal so. Man denkt an was anderes in dem Moment. Und das funktioniert ja dann so? Ja, das funktioniert. Das ja. Und dann Augen zu und durch quasi? Genau das. Was hast du aus dieser, es war ja nur eine krasse Zeit, kann man ja so sagen. Eine sehr krasse Zeit, ja. Ja. Was hast du für dich erst daraus gelernt? So eine Zeit nie wieder. Egal wie scheiße, wie schlimm, ernsthaft schlimm das Leben zu Hause oder im Heim ist, das ist zehnmal krasser als, ja. Also besser. Als also besser, ja, also die Amsterdam-Zeit war zehnmal krasser als das ja. Leben, was man hier zu Hause hat oder am Heim. Ja. Was sind deine Pläne? Was willst du machen? Was will ich machen? Erstmal erfolgreich die Schule, jetzt kaufmännische Schule beenden. Ja. Dann Ausbildung noch und dann wird man noch weitersehen. Ja. In welchem Beruf, kaufmännischen Beruf möchtest du? Im kaufmännischen Bereich. Ja. Drücke ich dir die Daumen, dass es klappt. Wenn es auch eine schlimme Zeit war, bin ich ganz sicher, Tobias, dass du auch insofern Gutes daraus gezogen hast, ja. Weil du einfach verdammt viel Erfahrung gesammelt hast, die kaum jemand oder ganz wenige Leute in deinem Alter nur haben. Das stimmt. Und das ist, hat dann auch einen Wert. Deswegen sage ich mir auch immer, wenn ich sowas sehe wie so ein Daniel Kübelböck, der so Autobiografie schreibt, da lache ich mich sogar kaputt. Ja. Also, was hat der schon erlebt in seinem Leben? Da kannst du mir schreiben, ne? Ja. Ja, allerdings, ja. Ich drücke dir die Daumen mit der Schule und überhaupt, dass alles jo, gut weiterläuft, Tobias. Tschüss. Tschüss. Sandra, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Sandra. Ja. Ja. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um Folgendes. Also ich bin seit 4 Jahren mit meinem Freund zusammen. So lange schon. Ja. Ja. Und im letzten Jahr, sag ich mal, hat es bei uns in sexueller Hinsicht nicht mehr so richtig funktioniert. Mhm. Und das liegt unter anderem daran, dass ich sehr viel zugenommen habe. Ich habe 30 Kilo zugenommen in den letzten 2 Jahren. Wie viel wiegst du? Jetzt wiege ich so ungefähr, wollen wir mal sagen, 83 Kilo. Ja. Ja. Und bei einer Größe von? Bitte? Bei einer Größe von? Ich bin ungefähr 1,68. Ja. Ja. Oh, jetzt hab ich ein Bild von dir. Ja. Ja. Ja, und es war halt Folgendes, als wir uns kennengelernt haben, war ich halt, wie gesagt, schlanker und es hat bei uns eigentlich immer toll funktioniert, bis auf, wie gesagt, vor 2 Jahren ungefähr hat es dann so angefangen, dass ich... Du meinst, das hat damit zu tun, dass du dicker geworden bist, oder ja, woran liegt das? Mhm. Das hat er mir auch so gesagt. Ach so, das heißt also, jetzt hat also im Prinzip so richtig, seit einem Jahr ist da nicht mehr viel los bei euch im Bett. Genau. Um nicht zu sagen, gar nichts los. Genau. Ich sag mal so, von Januar bis jetzt kann ich es an einer Hand abzählen. Das ist nicht viel? Nein. Wohnt ihr zusammen auch? Ja. Ja? Ja, und das Problem ist halt Folgendes. Also ich hab ja nicht irgendwie einfach nur so zugenommen. Also ich habe unter sehr schweren Depressionen gelitten. Ja. Beziehungsweise leider auch teilweise immer noch darunter. Ja. Und hatte halt Fressanfälle und habe halt ohne Ende zugenommen. Und in diesem Jahr war es halt für mich sehr schwer gewesen, irgendwie mit dieser Welt noch klarzukommen. Mhm. Und er war mir keine wirklich große Hilfe mehr dabei, sag ich mal so. Ja. Und deswegen war für uns in diesem Jahr die Beziehung irgendwie, es war nur noch so ein Hin und Her und eigentlich so, ich sag mal, mehr wie so Bruder und Schwester, die zusammenleben. Also kein richtiges Beziehungsleben mehr, wie man sich das eigentlich vorstellt. Und jetzt war letzte Woche halt, kam dann halt der Knaller raus, wir hatten wie immer einen Streit, weil ich bin jung, ich möchte Sex haben und ich denke, dass das auch normal ist. Mhm. Und hab halt nochmal mit ihm ein Gespräch darüber gehabt und wir haben uns halt tierisch in die Haare gekriegt, haben uns gestritten. Und dann hat er mir dann auch wirklich knallhart gesagt, pass auf, es liegt daran, weil du zu fett geworden bist. Ich finde dich, du turnst nicht ab, hat er gesagt, sagen wir es mal so. Hat er das jetzt so in der Klarheit zum ersten Mal gesagt oder vorher auch schon? Vorher doch auch schon? Ja, also er hat mir immer wieder gesagt, dass nimm doch bitte ab und mach doch was und und. Aber dieses war nur eindeutig. Dieses war eindeutig. Du turnst mich völlig ab. Genau, und man hat es auch bei den letzten Malen, wo wir denn mal halt Sex hatten, hat man auch gemerkt, dass er nicht wirklich bei Gut, der Sache war. Das hört man natürlich nicht gerne, wenn man dick ist. Ja. Aber es sollte einem dann natürlich schon zu denken geben. Ja. Ne? Ich gehe mal davon aus, dass du dich auch nicht sehr wohl fühlst mit den 83 Kilo. Nicht. Nee. Und dass du auch gerne ein bisschen abnehmen würdest wollen. Ja, und ich bin auch dabei und ich hoffe, dass es auch alles klappt, wie ich mir das denke. Also ja. Nur ist es natürlich klar, dass man das auch jetzt wegstecken muss, dass der Mensch, den man vielleicht am meisten liebt, dass der einem das so sagt. Ja. Andererseits ist es aber auch gut, dass das dir so sagt. Ja, das denke ich ja auch, weil, wie gesagt, jetzt ist endlich mal dieses ganze Hin und Her weg. Dieses, und ich möchte nicht so, sondern einfach, ich weiß, woran es liegt. So, jetzt ist es an dir, dass du dich in den Griff bekommst.
Ja. Dass du dass du dich heilst, wenn du depressiv bist, Depressionen hast, ist ja mit der Seele was grundsätzlich nicht in Ordnung. Ja. Dass du deine Fressanfälle wegkriegst. Ja, die sind zum Glück weg. Also ich war 4 Wochen im Januar in einer Klinik gewesen. Ah ja. Mhm. Und habe da therapeutische Unterstützung bekommen. Mhm. Und aber dennoch wäre vielleicht auch eine begleitende Therapie nicht schlecht. Ja, aber das ist gar nicht so leicht. Weil ich bin in Berlin von Therapeut zu Therapeut und habe probiert, das irgendwie einzukriegen. Ich hatte auch letztendlich einen, aber der, sag ich mal, war irgendwo viel zu alt für mich. Der hat meine Probleme einfach nicht verstanden und der war kurz davor, in Rente zu gehen. Aha. Und der konnte mir nicht wirklich weiterhelfen. Gut. Und dann habe ich es weiter probiert. Also ich sag mal, ich wohne in Berlin und das ist gerade hier nicht leicht, gut, aber ich glaube, dass du dann... Also nee. Also ich glaube, dass du dann sogar noch sehr bevorzugt bist. Wenn du jetzt gesagt hast, ich rufe aus der hintersten Provinz, wo auch immer an, dann ist es schwierig. Aber in Berlin bist du nur wirklich in der Metropole schlechthin, wo es auch ein Riesenangebot von Psychologen gibt. Würden wir dir gern vielleicht noch ein bisschen behilflich sein bei der Suche oder bei den Tipps, wohin du dich da wenden solltest, könntest? Ja, das wäre nett. Generell ist die Wegrichtung jetzt klar, ne? Er hat ja nicht gesagt, er will sich trennen von dir. Er hat nur gesagt, er will, dass du dünner wirst. Ja, aber man muss auch mal so sehen, ich kann nicht von heute auf morgen 30 Kilo abnehmen. Ist völlig klar. Und ich weiß nicht, wie lange das noch weitergehen soll, dass ich keinen Sex mehr kriege in dieser Beziehung. Ja. Und, ich weiß nicht, ich würde einfach gern, dass es wieder wird wie früher. Gut, dann streng dich an. Hat er denn was darüber gesagt, was er noch so für dich empfindet? Ja, er sagt, er liebt mich und ich liebe ihn ja auch. Nur jetzt, wie gesagt, unsere Beziehung ist momentan total auf der Kippe. Also wir sind uns noch nicht mal einig momentan darüber, ob wir noch zusammen sind oder nicht. Ja. Weil gerade durch die Situation, dass er auch hier noch wohnt, ist es natürlich extrem schwierig. Ja. Also ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt ein bisschen weiter redest. Einmal im Hinblick darauf, dass wir dir vielleicht ein bisschen, jetzt kippt irgendwas um zu Hause. Mein Besteck ist runtergefallen. Ja, im Hinblick darauf, dass du in gute therapeutische Hände kommst und auch noch was eure Situation anbelangt, dass ihr euch vielleicht ein bisschen, vielleicht mal entspannt im Moment, bis sich das beruhigt hat mit dir und es klar ist, wo es mit dir hingeht. Du legst bitte auf und meine Psychologin, die Heide, ruft dich an. Alles klar. Okay. Schönen Abend noch. Liebe Sandra, tschüss. 0800 220 50 50. Tatjana ist hier und Tatjana ist 23. Hallihallo. Tatjana. Ja, Domian. Um was geht's denn? Ich führe seit einem guten anderthalb Jahr eine Beziehung mit einer Frau. Mhm. Sie ist verheiratet. Mhm. Seit 4 Jahren. Bitte? Seit 4 oder 5 Jahren verheiratet. Mhm. Geh du mal ein bisschen näher ans Telefon oder hast du eine Freisprecherin? Ich bin über das Handy. Ja, oder geh mal näher ans Fenster, es ist keine gute Verbindung. Keine gute Verbindung. Jetzt klingelt's auch noch? Nein, ist okay. Ist okay. Warte, ich probier's. Ja. Also seit anderthalb Jahren zusammen mit einer Frau, mit einer verheirateten Frau. Ja. Ja. Und, sie sagt, sie liebt mich. Ja. Ich liebe sie. Mhm. War sogar letztes Jahr in Urlaub. Letztes Jahr vor 2 Wochen mit ihr im Urlaub gewesen. Dieses Jahr vor 2 Wochen mit ihr im Urlaub gewesen. Eine Woche und ihrem Mann. Und ihrem Mann auch? Ja. Weiß der von eurer Beziehung? Nein. Also du bist so in der Familie die gute Freundin? Ja, so die zweite Hälfte so ungefähr. Ja, wie alt ist denn die Frau? Ich 23, sie ist über 30. Sie ist über 30? Ja. Hat sie auch Kinder? Nein. Das nicht? Nein. Also ihr fahrt zu dritt in Urlaub? Ja. Ist denn in dem Urlaub dann zwischen euch Mädels auch was abgegangen? Nein, das ging ja wohl schlecht. Naja, weiß ich denn, das sind irgendwelche Tricksereien, wir schicken den Mann mal zum Kegeln oder? Nee, dafür ist er viel zu sehr eifersüchtig. Also in dem Urlaub hattest du dein eigenes Zimmer und die beiden ihr Gemeinschaftszimmer? War das nicht für dich dann auch sehr schwierig? Und ich habe vorher halt eben gesagt, bevor wir 1000 Meilen zwischen uns sind, ja, weil ich hatte schon die dollsten Ausschläge und alles, wenn sie nicht bei mir war. Ja. Ja. Und da habe ich gesagt, okay, lieber tue ich mir dann so selbst weh, wie dass ich wieder hier Wahnsinn, bin. Wahnsinn. Fährst alleine. Wie lange warst du weg? Nur eine Woche. Ja, weil immerhin. Und, So, weiter. Und auf jeden Fall, ich würde halt eben jetzt nicht wie eine typische Geliebte sagen, so, okay, entscheid dich jetzt nach einem anderthalb Jahr, er oder ich, ja. Mhm. Würde ich auf keinen Fall machen, ja, weil das ist der größte Fehler, denke ich, den man machen kann. Ja, aber innerlich ist dir so zumute.
Ja, natürlich. Wie ist denn die Beziehung zwischen den beiden, zwischen der Freundin und dem Mann? Ja, normales Eheleben halt. Ja, was heißt normales Eheleben? Das normal? Große Streitereien oder so, jetzt eigentlich ziemlich gut. Ja. Was sagt also, sie denn über ihn? Spricht sie respektvoll von ihm? Hast du den Eindruck, dass sie ihn schon auch liebt? Ja, ja, sie sagt sogar, sie liebt uns beide. Ihr Herz ist auf zwei geteilt. Mhm. Aber ich kann für mich persönlich nur eine Person lieben. Ja. Wie gesagt, es sind zwar unterschiedliche Leben. Ich liebe ihn so, als Ehepartner mit Vertrag so ungefähr. Und das ist halt eben die Beziehung nebenher. Ja, das sind so schöne Sprüche. Damit macht sie sich natürlich auch sehr einfach. Sie verheimlicht sich das. Sie verheimlicht das gegenüber ihrem Ehemann. Sie lässt sich umsorgen und behüten und genießt die Ehe. Und hat den Sex und das andere Leben und die andere Welt mit dir. Da kann sie natürlich sagen, ja, ich liebe euch beide. Und solange sie nicht die Karten offen auf den Tisch legt, dann ist gleich eine ganz andere Realität da, weil er dann mit im Spiel ist und auch letztendlich zu einer Entscheidung mit beiträgt. Wie oft seht ihr euch? Jeden Tag, wir arbeiten zusammen. Ach, das auch noch. Wir arbeiten zusammen. Wir haben uns über so eine 0800 Flatline kennengelernt, weil ich damals einen Freund und ja, da bin ich halt eben auf der anderen Seite rumgedöst und so haben wir uns kennengelernt. Und was arbeitet ihr? Wir sind im Marketingbereich. Im Marketingbereich. Bist du eine volllesbische Frau oder bist du auch... Nein, bisexuell. Auch bisexuell. Und ist das für sie die erste Erfahrung mit einer Frau oder hat sie vorher auch schon die erste Erfahrung? Daher vielleicht auch noch eine gewisse Unsicherheit, kann das sein? Weiß nicht, aber ich denke mal, ich gehe von mir aus nach einem anderthalben Jahr, würde ich sagen, jetzt mittlerweile müsste es mal schnackeln oder nicht. Ja, ich meine, davon gehe ich jetzt aus, dass es schon geschnackelt hat bei ihr. Ja, ich bin aus einer Beziehung raus, aus einer Frauenbeziehung vorher und habe mir geschworen, nie wieder eine Frau. Und habe sie kennengelernt. Und jetzt bist du wieder schwach geworden. Ja, genau. Sie hat gekämpft wie eine ganz, ganz große, ja. Ja. Wirklich wie eine ganz große. Und und heute steht es auf dem Standpunkt so, okay, was ich habe, habe ich, ja. Wer hat gekämpft wie eine ganz große? Deine Ex oder jetzt die Neue? Die Neue. Die Neue. Die hat gekämpft für dich. Ja, ohne Ende. Um dich zu kriegen. Mhm. Ja. So. Anderthalb Jahre, das ist immer so eine Frage, du hast natürlich recht, man darf nie den anderen vielleicht zu sehr unter Druck setzen. Ja. Aber man darf auch nicht den Hannes mit sich machen lassen. Ja, das mache ich ja. Ja, und man muss irgendwann auch für sich auch eine Entscheidung treffen. Wie lange ertrage ich sowas? Schon auch aus Selbstschutzgründen. Ja gut, wenn ich von mir ausgehe und sage, okay, wenn ich alleine bin, sage ich mir immer, boah, so kann es nicht weitergehen, wein ohne Ende, ja. Dicke Augen und überhaupt und auf der anderen Seite, ich liebe sie auch. Ja gut, aber das kann ja nicht ein Dauerzustand sein. Da wirst du ja wahnsinnig bei. Das bin ich schon. Also das bist du schon, eben. Deswegen, ein gewisser Druck finde ich in diesem Fall, nach anderthalb Jahren, finde ich es legitim. Wenn das jetzt gerade erst 3-4 Monate wäre, dann würde ich sagen, komm, mal langsam. Aber nach anderthalb Jahren, weil sie macht es sich am bequemsten. Sie lässt sich von beiden Seiten verwöhnen. Ja, aber gut, und lügt ihren Mann an. Ja, aber so kann ich mit ihr nicht reden, weil sie absolut stur ist. Ja, aber wenn sie vielleicht kapiert, wie ernst du es meinst, wenn du sagst, das weiß sie. Und sie würde dir auch zutrauen, dass du sagst, irgendwann, ich kann es nicht mehr, ich muss gehen, ich halte es nicht aus. Sie weiß ganz genau, ich würde nicht gehen. Ja, gut. Das egal, was sie mit mir tut, ich würde nicht gehen. Ja, das ist aber eine ganz schlimme Einstellung, Tatjana. Ja, was soll ich dann machen? Das ist eine ganz schlimme Einstellung. Du sollst irgendwann muss man auch, und wenn es noch so weh tut, muss man auch mal Nein sagen. Oder muss man nicht mal, sondern muss man Nein sagen können. Hm. Aus Selbstachtung, was die Selbstachtung anbelangt, und auch aus Selbstschutz, weil du so sehr leidest. Ja gut, wenn ich zu ihr sage, ja, so, okay, ich gehe, ich kann nicht mehr, ja, ich weiß, dass es ihr weh tut, ich wollte den Schritt schon einmal machen, ja? Da hat sie geweint wie ein Schlosshund. Ja, dann soll sie weinen. Ja, ist bald zusammengeklappt und ich so, okay. Nein, dann soll sie weinen. Du weinst ja auch immer im Stillen, wenn du allein zu Hause sitzt und würdest eigentlich viel lieber mit ihr zusammen sein. Und sie liegt in den Armen ihres Mannes und lässt es sich da gut gehen. Ja, aber lieber tue ich mir selbst, wie wir das ihr sehen. Nein, aber nicht auf Dauer. Das ist keine gute Lebenseinstellung. Du gehst dabei vor die Hunde, Tatjana. Du wirst darüber krank oder weiß ich was. Das kann man nicht über einen zu langen Zeitraum machen. Man muss irgendwann sagen, jetzt ist Schluss. Und wenn das noch so schlimm ist für einen selbst. Das heißt, ich soll komplett mit ihr Schluss machen und gehen, oder was? Irgendwann wirst du es machen müssen. Willst du die nächsten 10 Jahre das fünfte Rad am Wagen sein? Und dich innerlich zerfleischen? Nein.
Ich denke mir halt eben immer wieder, okay, vielleicht irgendwann so ich, ja, aber... Nein, es muss ja was in Bewegung kommen. Wenn du das so signalisierst, ist das für sie so ein Signal, okay, es ist ja alles so gut, es kann ja so weiterlaufen. Die muss auch mal ihren Hintern hochkriegen, Mensch. Ja, finde ich schon. So, mehr kann ich dazu nicht sagen, Tatjana. Okay, viel aufgeregt. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, tschüss. So, meine Lieben, wer ist denn jetzt hier? 30 Jahre alt, eine Sie und sie heißt Jasmin. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jasmin. Hallo. Und was geht's bei dir? Ja, Domian, also ich bin verheiratet, 30 Jahre alt, habe 2 Kinder. Ja. Und habe noch einen Liebhaber nebenbei. Alle Leute gehen fremd. Ich fasse es nicht. Seit 2 Jahren. Wo leben wir denn? Ajo. Wenn ich nachts hier immer so die deutsche Bettdecke so ein bisschen hochhebe in der Sendung, was ich da alles immer sehe, das ist ja unglaublich. Das glaube ich. Also verheiratet. Ja. Seit wie vielen Jahren? Seit 11 Jahren. Seit 11 Jahren. Mhm. Und seit 2 Jahren einen Geliebten. Ja, genau. Schein geheim wahrscheinlich? Ja, natürlich. Natürlich? Mhm. Wer ist der Geliebte? Ich will keinen Namen wissen. Ich will nur wissen, wo ein Bekannter, ein Arbeitskollege. Also ich hab ihn im Internet kennengelernt. Mhm. Also damit hat das eigentlich auch angefangen. Ich könnte eigentlich nie denken, dass ich meinen Mann irgendwann mal betrügen werde. Ja. Aber so wie es gekommen ist, da haben wir uns ein, zwei Mal getroffen. Ja, und seit 2 Jahren läuft das halt eben. Aber ich meine, das ist schon der erste Schritt des Betrügens, ins Internet zu gehen und in so einen Chat zu kommen, wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, genau. So, und dann der erste Schritt des Treffens und so weiter. Wohnt er in deiner Gegend? Nein, also der ist 120 Kilometer entfernt von mir. Ja, naja, okay. Ist er alleine oder hat er auch eine Familie? Er war verheiratet, aber hat sich scheiden lassen voriges Jahr. Und wo trefft ihr euch dann immer? Ach, Hotel, im Auto, mal da, mal dort, weil ich kann mich ja auch nicht sehen lassen, das geht ja auch nicht. Sind das reine Sextreffen immer? Ja, kann man sagen. Ist das überhaupt eine reine Sexbeziehung? Nee, also er liebt mich ja auch, er will auch unbedingt mit mir heiraten, aber eine Ehe kann ich mir eigentlich mit ihm nicht vorstellen. Warum nicht? Und zwar, er ist sehr eifersüchtig. Ja. Zu sehr und sehr strenggläubig. Ich bin ja eine Türkin. Ach, du bist eine Türkin? Ja, genau. Ja. Ich bin eine Türkin und also ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Ja. Und er möchte auf jeden Fall, dass ich mich auch zuschleier und das will ich auf keinen Fall. Ach so. Also, ich weiß nicht. Also, ich kann mit ihm nicht, ich kann aber auch ohne ihn nicht. Ich weiß nicht, ich bin total verzweifelt. Ja. Das heißt, wenn du dich auf ihn völlig einlassen würdest, gingst du da in eine gewisse Gefangenschaft, sage ich mal, etwas übertrieben. Aber es ist wahrscheinlich nicht übertrieben. Ja. Doch, stimmt. Bist du jetzt mit einem Deutschen verheiratet oder mit einem Türken? Mit einem Türken auch, aber der ist nicht so. Also, ich bin eigentlich sehr frei. Der ist toleranter. Ja. Mhm. Wieso ist das überhaupt dazu gekommen? Bist du sehr unzufrieden in deiner Ehe? Also ich will mal sagen, also mein Mann, der ist eigentlich sehr guter Familienvater. Er ist also 10 Jahre älter wie ich, ja. Er ist also 40. Ja. Und wir sind, wie soll ich das sagen, also er ist eher so ein ruhiger Typ. Ja, und ich bin... Heißt das ein langweiliger Typ? Ja, er ist langweilig im Bett? Ja. Auch. Kann man so sagen. Genau. Aber ihr habt auch noch Sex miteinander. Ja. Aber ist nichts Tolles, ist so die übliche Routine-Nummer. Ja, genau, so ist es. Denkst du, wenn du mit deinem Mann im Bett bist, an den anderen? Ja. Wirst du deshalb auch nur scharf, wenn du an den anderen denkst? Ja. Das heißt also, im Prinzip würdest du gar nicht mehr gerne mit deinem Mann schlafen, wenn du freiwillig entscheiden könntest. Genau, so ist es. Ja. Also ich weiß nicht, das ist echt, also ich will mich eigentlich auch von meinem Liebhaber jetzt trennen, aber ich kann, also wir haben das auch schon so oft versucht, aber es geht einfach nicht. Würdest du sagen, ist es die Sexgier, die dich hält? Ich glaube schon, aber ich glaube, ich empfinde, es ist zwar komisch, aber ich kann ja alle beide nicht lieben, das geht ja eigentlich nicht. Ja, was die Beziehung oder was die Gefühle zu deinem Mann anbelangt, ja. Ist das noch ein Liebesgefühl? Ja, wenn ich mir das selber erklären könnte. Ich frag mich ja selber. Wie geht ihr denn so miteinander um im Alltag? Wenigstens das noch zärtlich? Also Streit und so haben wir auf keinen Fall. Gibt's Zärtlichkeiten? Ja. Streichelt er dich, ihn oft? Und ja. Das macht ihr auch gerne? Ja, klar. Ja. Also eine gut funktionierende WG. Ja. Eine gute Freundschaft könnte man fast auch schon sagen. Ja, genau. Ja, aber eben es ist erotisch, ist die Luft raus. Ja, genau. Mhm. Genau so ist es. Wie in so vielen Ehen. Leider. Oder in vielen Beziehungen, die lange zusammen sind. Ja, leider. Ich meine, also mein Mann, wie gesagt, er ist ja eher so ein ruhiger Typ.
Jasmin, lass mich noch fragen, ja, bitte. Das, was den Mann anbelangt. Würdest du sagen, dass das, er ist, du hast mir gesagt, ein bisschen stillerer Typ, vielleicht ein bisschen langweilig und so, aber ist es eigentlich ein guter, loyaler Mann? Ja. Also du hast schon Respekt für ihn? Ja, ja, das habe ich auf jeden Fall. Also er hat einen guten Charakter? Sehr guten Charakter, das sage ich also auch immer wieder, der hat wirklich einen super Charakter. Ja. Er ist immer für die Familie da. Ja. Also er geht nie ohne mich weg. Hat dir auch noch nie Übles angetan? Nein. Nein. So, das frage ich deshalb, weil ich das alles sehr wichtig finde. Mhm. Das sind wichtige Punkte. Ja, ja. Auf der anderen Seite steht jetzt einmal jemand, der, wo es im Bett gut abgeht, wo du konfrontiert bist mit einer aufregenden anderen Welt. Genau. Aber auch nur, weil es so heimlich läuft. Wenn du mit ihm zusammen wärst, sähe es ganz anders aus wahrscheinlich. Ja, ja. Also wie gesagt, eine Ehe kann ich mir ja mit ihm nicht vorstellen. Mhm. Also unter den Bedingungen, was er alles von mir erwartet, also ich meine, er ist zwar auch hier geboren, hier aufgewachsen, aber denk halt eben ganz anders. Mhm. Und mein Mann, der ist ja vor 11 Jahren aus der Türkei hergekommen. Ne? Und dennoch ist er freier. Genau. Und tolerant, ja. Also ich meine, das hatte ich ihm ja auch am Anfang schon gesagt, also sag ich bin hier geboren, hier aufgewachsen. Jetzt muss man entscheiden. Jetzt muss man entscheiden. Ja. Was ist einem wichtiger? Ist einem der loyale, gute Mann wichtiger? Der Ehemann, mit dem man eine gute Ehe führt, eine Familie führt? Ja. Oder will man nur der Sexlust nachgehen? Natürlich das mit meinem Ehemann, ne? Das Eheleben. Das ist es nämlich. Aber ich sag ja, ich komme ja auch nicht von ihm weg. Das ist ja das Komische. Von wem? Von meinem Liebhaber. Mhm. Ja, gut. Das ist natürlich eine Frage dann auch der Disziplin, dass man irgendwann eine Entscheidung fällt und sagt, ich entscheide mich jetzt erst nochmal für das Leben. Ja. Du bist ja eine junge Frau. Kann man dir auch nicht zumuten, dass du die nächsten 30 Jahre im Sexfrust lebst. Das ist auch so eine Sache. Ja. Das ist ein Dilemma. Das ist so tragisch, wenn man in einer guten Beziehung ist, qualitativ eigentlich gut, aber die Sexualität funktioniert nicht mehr. Mhm. Die Frage, soll man diese Beziehung aufgeben, nur weil die Sexualität nicht mehr funktioniert? Ich weiß es nicht. Nee, das wäre auch nicht richtig. Also ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, mich von meinem Mann jetzt scheiden zu lassen. Das könnte ich mir auch gar nicht vorstellen. Mhm. Also, wie viel Mal hast du es in diesen 2 Jahren wirklich ernsthaft unternommen, von deinem Liebhaber wegzukommen? Ernsthaft? Also wirklich ernsthaft unternommen 3 Mal. Mhm. Wie lange habt ihr euch dann jeweils nicht gesehen? Einmal 3 Monate, das war allerdings das längste gewesen, 3 Monate, und dann mal 6 Wochen und 8 Wochen. Mhm. Wie geht es denn, noch von der anderen Seite gefragt, wie geht es denn deinem Mann? Hast du den Eindruck, dass er sexuell befriedigt ist und ausgelastet? Gute Frage. Da redet er nicht drüber. Nee, das ist es ja. Er redet ja so eigentlich auch nicht gern. Und das ist ja eigentlich das, was mir vielleicht auch fehlt. Ja, ich glaube ja, die optimale Lösung in so einem Fall wäre, wenn man zu einer Vereinbarung käme, dass man ganz offen über seine sexuellen Sehnsüchte spricht und sich vielleicht auch gegenseitig ein bisschen Freiheit gibt oder gemeinsam etwas macht. Aber das habe ich ihm ja schon auch so oft vorgeschlagen. Ich habe ihm gesagt, dass er auch über seine Gefühle reden muss. Mhm. Aber es kommt er sagt einfach nur, ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Ich habe keine Probleme mit dir, sagt er. Und dann sage ich ihm aber, dass ich Probleme mit ihm habe. Ist er denn so ein Typ, der auch offen wäre für eine Eheberatung? Ja, also er würde schon das machen, was ich ihm sage, schätze ich mal, in der Beziehung jetzt. Jetzt mache ich einen Vorschlag. Ja, bitte. Erzähl es ihm nicht. Es würde ihn so sehr kränken und es würde ihm so wehtun. Natürlich. Aber dafür musst du auch etwas tun. Ja. Du versuchst noch einmal mit aller Disziplin diese Affäre zu beenden. Ja. Und versuchst mit aller Disziplin und aller Energie etwas für deine Ehe und für diese Beziehung zu tun. Ja. Und versuchst mit deinem Mann zu einer Eheberatung zu gehen. Mhm. Und in dieser Eheberatung soll alles auf den Tisch gelegt werden, aber nicht dieses Fremdgehen. Nee, das ist auf keinen Fall. Aber deine Unlust, deinen Frust. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, man muss ja aber alle Chancen mal ausprobieren. Ja, klar. Vielleicht kommt ja doch etwas in diesem Gespräch in die Gänge und ihr kriegt wieder einen neuen Wind in die Ehe. Und du kannst mit diesem guten Typ dann auch weiter ein wirklich auch gutes Leben führen. Mhm. Weil so hast du ja auch beständig ein schlechtes Gewissen. Natürlich, das habe ich ja. Ja, ja. Das habe ich sogar sehr.
Ich würde diesen Weg versuchen. Aber da musst du halt aber auch wollen. Ohne Wille ich geht das nicht. Ja, ich möchte ja meine Ehe eigentlich auch retten, weil ich habe auch schließlich zwei Kinder von ihm und ich ist ja nicht so, dass ich nichts für ihn empfinde. Wir machen es so, meine Psychologin ruft dich jetzt nochmal an, wenn du möchtest, ja, und gibt dir noch ein paar Telefonnummern, Adressen von Beratungsstellen in deiner unmittelbaren Umgebung. Das wäre natürlich super. Du legst auf, Jasmin, wir rufen an. Okay, vielen Dank. Alles Gute, mir. Tschüss. Susanne, die Susanne, 29. Ja, hallo Domian. Hallo Susanne. Ja, ich habe ein Problem, für mich natürlich das Größte. Mhm. Ich bin seit anderthalb Jahren mit jemandem zusammen und bin seit ungefähr 4 Monaten auch mit ihm verlobt. Wir haben ein sexuelles Problem. Mhm. Nämlich? Ja, und zwar, ja, ich glaube, da bin ich eigentlich das Problem. Erstens komme ich nicht zum Orgasmus, mhm, und das merkt er. Mhm. Und merkt er es nur oder sagst du es ihm auch? Nein, ich sag's ihm auch. Ja, er fragt mich und ich sag's ihm dann auch. Mhm. Das, es ist zwar ein schönes Gefühl, aber es halt nicht zum Schlusspunkt gekommen ist. Hast du denn dieses Problem immer schon gehabt oder in früheren Beziehungen hat das ja besser funktioniert sexuell? Nein, das war schon immer so gewesen. Ja, und... Wie viel mal in deinem Leben... Das heißt, du hast noch nie in deinem Leben einen Orgasmus erlebt? Nein. Auch nicht mit dir selbst? Doch, mit mir selbst schon, ja. Das ja, aber mit einem Mann... hätte ja auch sein können. Aber mit einem Mann noch nie? Nein. Ja? Habe ich noch nie. Und er versucht auch verschiedene Stellungen mit einzuplanen. Und das klappt dann auch meistens nicht. Vor allem auch, weil es schmerzhaft für mich ist, ist einfach unangenehm. Ja. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass nach dem Sex, dass ich da immer so Bauchschmerzen bekomme von. Und ich weiß nicht, ob das eigentlich der Grund ist, warum ich dann auch nicht so oft Sex mit ihm habe. Ja. Und das ist auch noch eine Sache, worum er sich beschwert. Es kommt schon mal vor, dass wir 1 Woche, 2 Wochen keinen Sex haben. Ja. Also wenn es nach mir ginge. Ja, wenn es nach dir ginge, vielleicht noch länger? Ja, vielleicht auch noch länger, genau. Findest du denn deinen angehenden Verlobten, findest du den scharf? Ja, doch, klar. Das ist schon, ja, doch. Also er gefällt dir schon, das ist schon ein geiler Typ. Ja, doch, ja. Aber dennoch also... Ein absoluter Traummann, der ist auch... Aber am liebsten zum Angucken? Nein, auch zum Schmusen, auch zum Unterhalten. Aber nicht eben zum knallharten Sex. Ja, was heißt zum knallharten Sex? Ich weiß nicht, ob es wirklich nur jetzt daran liegt, dass ich halt diese Bauchschmerzen nach dem Sex habe, dass das einfach irgendwie in meinem Kopf stecken bleibt und... Hattest du diese Bauchschmerzen, Susanne, immer auch mit anderen Beziehungen früher? Nee, das nicht. Also die Bauchschmerzen, die sind mir eigentlich bei ihm jetzt aufgefallen. Da bin ich nun überhaupt nicht kompetent, da will ich jetzt auch nicht großartige Erklärungsversuche überlegen. Meine allererste Idee ist, dass du... Wegen dieser Bauchschmerzen zumindest, wenn du mit jemandem geschlafen hast, wenn du mit deinem Freund geschlafen hast, darüber mit einem Gynäkologen reden solltest, um erstmal abzuklären, was ist da organisch los. Organisch ist da alles in Ordnung. Hast du es mit einem Arzt schon mal besprochen? Ja. Ja. Gut, dann ist es ein seelisches Ding, es ist ein psychologisches Problem, dass du vielleicht zu verkrampft bist und dass durch diese Verkrampfung einfach die Schmerzen entstehen. Aber warum bist du verkrampft? Ja, das ist die Frage. Wüsste, ja. Ne? Warum? Warum gelingt es dir nicht, nie mit einem Mann einen Orgasmus hinzukriegen, den du aber alleine hinkriegst? Ja. Das muss ja seine Ursache irgendwie haben. Bist du denn, wenn du mit deinem Freund zusammen bist, wenn ihr miteinander schlaft, schon in einer erotischen Stimmung oder machst du es letztendlich dann doch nur für ihn? Nein, es fängt mit einer erotischen Stimmung an, mit Schmusen, ist auch alles schön und ja, er lässt sich dann auch viel Zeit und versucht dann auch auf mich einzugehen und das ist alles toll. Nur. Also auf jeden Fall muss da irgendwas passieren, weil ich denke, weil ich auch schon glaube, dass das für ihn ist das natürlich auch eine belastende Situation. Ja, klar, ne? Der kommt sich dann hinterher total blöd vor. Völlig. Ich bin mit einer Frau zusammen, seit anderthalb Jahren schon, und die hat mit mir noch keinen einzigen Orgasmus gehabt. Das ist natürlich eine Sache, die ihn dann auch belastet, und dann wird alles noch immer verkrampfter. Ja. So, jetzt ist die Sendung aber gleich vorbei. Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an, um das Gespräch noch weiterzuführen. Ja. Das ist ja noch nicht fertig besprochen. Du legst auf, wir rufen gleich wieder an. Okay.
Susanne, bis gleich. Jo, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Gunter Papperitz. Morgen ist Freitag. Die Nacht von Freitag auf Samstag sind wir natürlich auch wieder da. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt uns immer schon telefonisch ab 0 Uhr erreichen unter der bekannten Telefonnummer. Aber mailen könnt ihr auch immer unter domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Sage bis morgen. Bye, bye.